Die Aktienmärkte haben heute nicht wirklich so eine ganz klare Richtung gefunden, anders als gestern, als es ja ziemlich turbulent zuging, als die Märkte zunächst deutlich unter Druck waren, dann zum Ende hin der Wall Street nochmal gestiegen waren. Heute so ein bisschen richtungslos die Indizes. Es geht rauf und runter, allerdings in einer deutlich geringeren Bandbreite. Heute wollen wir uns mal ganz kurz anschauen, was in Europa, den USA und mit dem Dollar los ist, denn da gibt es schon einige Entwicklungen, die ich für bemerkenswert halte und die man durchaus möglicherweise für zukünftige Entwicklungen jetzt mal in den Fokus nehmen muss. Schauen wir uns zunächst mal an, was heute gemeldet wurde, nämlich dass die Löhne im zweiten Quartal in Deutschland um über 4% gesunken sind. Das gab es so noch nie, seit man solche Daten erhebt durch das Statistische Bundesamt hier in Deutschland. Und wenn wir uns an die Finanzkrise erinnern, zweites Quartal 2009, damals sind die Löhne um 0,9% gefallen, jetzt über 4%. Woran liegt das? Es liegt schlichtweg daran, dass die Stundenzahl der Arbeit abgenommen hat bei den Leuten. Man arbeitet weniger, jedenfalls mit Kurzarbeitergeld etc. Das ist dann eben nicht wirklich ein immer kompletter Lohnausgleich, der da stattfindet. Das heißt, das ist schon ein Einschnitt. Jetzt wird ab 1. Oktober eine gewisse Insolvenzwelle auf uns zurollen hier in Deutschland, weil eben viele, die zahlungsunfähig sind, dann Insolvenz anmelden müssen. Wer nur überschuldet ist, muss das noch nicht. Der muss das erst dann ab nächsten Jahr machen. Aber da wird es viele dann doch erwischen. Und das wird medial dann sicherlich auch ein Punkt werden, nämlich die Anstiege der Insolvenzen, dann auch die Anstiege der Privatinsolvenzen. Viele, die dann ihren Job verlieren, möglicherweise, weil die Firmen aufgeben, die werden dann in Schwierigkeiten kommen. Und die EZB, die hat andere Schwierigkeiten, die sorgt sich um die Umwelt. Und heute ist jetzt offiziell geworden, was Lagarde und andere vorher ja schon angekündigt hatten, nämlich, dass man sogenannte grüne Bonds ins Programm mit aufnimmt, indem man sie entweder durch die EZB selber kauft oder indem man sie als Sicherheit akzeptiert für Kredite, die man ausreicht. Das heißt, wir sehen hier praktisch eine extreme Politisierung der EZB, eine extreme, grüne Welle, die auch hier die Europäische Notenbank erfasst. Das kann man gut finden oder nicht gut finden, aber jedenfalls wäre die Fed wahrscheinlich relativ weit weg entfernt von dem Gedanken, dass man hier grüne Anleihen als Sicherheit hinterlegen kann oder eben grüne Anleihen selber kauft. Das ist doch ein ziemlicher Hammer. Jedenfalls sehen wir, dass die EZB munter weiter Geld druckt. Die Fed steht ja bei 7 Billionen Dollar jetzt in der Bilanz, bleibt da relativ konstant, während die Bilanzsumme der EZB konstant in kleinen Schritten wächst. Wir haben jetzt ein neues Allzeithoch erreicht. Das erste Mal liegen wir über 6,5 Billionen Euro in der Bilanz. Damit ist die Bilanz praktisch, wenn man das mal vergleicht mit der Fed, nicht mehr kleiner. Der Euro ist ja noch ein bisschen mehr wert derzeit als der Dollar. Aber wir holen also in großen Schritten auf. Der DAX hatte davon noch nicht so viel gespürt. Jedenfalls, um in Europa zu bleiben, heute eine wichtige Aussage von Boris Johnson in Sachen partieller Lockdown. Es gibt bestimmte Einschränkungen. Man will keinen kompletten Lockdown. Aber man kann eben auch das Problem nicht ignorieren, so Johnson. Man geht also hier einen Mittelweg. Und wenn wir uns mal die Corona-Fälle in den Vereinigten Königreichen Englands anschauen, dann sehen wir ja, das ist schon ziemlich herb. Natürlich wird viel mehr getestet als noch etwa im Frühling, als die Corona-Zahlen ja in UK so maßgeblich gestiegen waren. Aber das ist durchaus eine aufsteigende Tendenz, die man hier erkennen kann. Und jetzt muss man agieren. Wir haben in München schon Einschränkungen. Wir haben in Madrid ganze Stadtteile, die praktisch im Lockdown sind. Also das ist natürlich jetzt ein Risiko, das gestern ja gespielt wurde an den Märkten, heute so ein bisschen wieder beiseite geschoben wurde, aber das bleibt natürlich. Und ein Risiko ist auch, was wir jetzt beim Dollar sehen. Ich hatte das ja im Titel Europa, USA und der Dollar. Und wir sehen, dass der Dollar heute wieder stärker wird. Die Aktienmärkte haben noch nicht so drauf reagiert. Aber wir sehen, wenn wir uns jetzt mal den Chartvergleich zwischen dem S&P 500 und dem Dollarindex anschauen, dass wir derzeit eine
negative Korrelation zwischen beiden Asset-Klassen haben, die so groß ist wie bisher kaum in der Geschichte. Heißt im Klartext, wenn der S&P nach oben geht, fällt der Dollar, und wenn der Dollar steigt, dann fällt der S&P. Und manches deutet darauf hin, dass der Dollar vor einem Comeback steht, obwohl die Haushaltslage in den USA natürlich katastrophal ist, das wissen wir alle. Aber es geht hier vor allem darum, dass eben der Dollar die Weltleitwährung ist, dass die Welt in Dollar verschuldet ist, dass wenn Risikoaversion am Markt entsteht, dann das Bedürfnis entsteht, Dollarverschuldung zu reduzieren, dass die praktisch diejenigen, die Kredite ausgegeben haben, dann unruhiger werden. Dementsprechend ist der Dollarstärke ein Krisenzeichen, ist ein Zeichen von Nervosität, darauf sollten wir achten. Und es gibt Nervosität auch in den USA inzwischen. Wir sehen hier Nancy Pelosi. Und es ist so, dass man eigentlich ja gesagt hatte, okay, die US-Demokraten und die US-Republikaner, die einigen sich, dass man zumindest jetzt den Government Shutdown, der jetzt droht, zum 1. Oktober vermeiden kann. Allerdings haben die Demokraten unter Pelosi jetzt etwas vorgelegt. Da fehlt praktisch die Hilfe für amerikanische Landwirte. Und dann sagen die Republikaner, also ohne das geht das gar nicht, da werden wir uns nicht einigen. Es besteht also noch ein Restrisiko, dass wir doch einen Government Shutdown am 1. September haben. Jenseits der sehr großen Wahrscheinlichkeit, dass wir keinen Stimulus haben werden bis zur Wahl. Und dieser fehlende Stimulus, der wird uns noch beschäftigen. Wir haben jedenfalls heute auch Aussagen von Joe Biden, der gesagt hat, ja, auch ich werde Zölle erheben gegen China, meint er damit wohl. Er hat dann von seinen Verbündeten gesprochen, da werde man anders agieren. Aber es wird also, wenn Trump diese Wahl verlieren sollte, dann wird es weiterhin wohl diese Zölle geben gegen China. Wir haben also weiterhin praktisch einen amerikanischen Protektionismus, und Trump hat heute vor der UN eine Rede wieder gehalten, in der er China scharf attackiert hat, gesagt, die haben uns nicht Bescheid gesagt, früh genug. Er selber wusste aber schon, wie wir durch Bob Woodward wissen, dass am 7. September sozusagen ihm schon von Geheimdiensten und wohl auch von China mitgeteilt worden war, dass diese Pandemie sich über die Luft übertragen kann, über Aerosole, und dass es doch durchaus eine gewisse Mortalität gibt beim Coronavirus. China selbst äußert sich jetzt in Sachen TikTok. Da sagt man also, so wird das nicht laufen. Die Amerikaner haben ja vor, dass man praktisch mehr oder weniger die ganze Geschichte doch amerikanisiert. Da sagte jetzt Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, das Orakel von Peking, wenn man so will, also das wird so nicht laufen. Wir sind kein kleines Land, also mit uns könnt ihr das nicht machen. Das ist die Botschaft. Dementsprechend, ihr könnt es nicht einfach stehlen und als US-Baby deklarieren, das werden wir nicht zulassen, das dürfte dann neuen Zündstoff geben, jedenfalls ist dieser Deal Oracle, Walmart und TikTok noch lange nicht im Kasten. Und wir haben interessante Aussagen heute von Morgan Stanley, die sagen, also liebe Investoren, bereitet euch mal darauf vor, dass wir weit, weit nach der US-Wahl nicht wissen, wer US-Präsident ist. Denn es wird wahrscheinlich zu Verzögerungen kommen bei der Briefwahl, und dementsprechend kann es Wochen dauern oder sogar einen Monat dauern, bis wir überhaupt wissen, wer diese Wahl gewonnen hat. Und das wäre für die Aktienmärkte natürlich ein ziemliches Worst-Case-Szenario. Diese Unsicherheit, was ist denn jetzt eigentlich dieser Stellungskrieg, der sich dann wohl ergeben würde. Dementsprechend ist das natürlich immer so ein Damoklesschwert, was über den Märkten hängt und was wahrscheinlich verhindert aus meiner Sicht, dass wir hier impulsive Rallyes sehen, die sich dann fortsetzen, sondern wir werden wahrscheinlich große Volatilität sehen, und Rallyes sind, gerade wenn sie dann etwas impulsiv mal daherkommen, wahrscheinlich Verkaufsgelegenheiten, weil wir jetzt nicht sofort wieder in Richtung neue Allzeithochs laufen, nach meiner Auffassung. Wir sehen, dass langsam dieser fehlende Stimulus schon durchaus ein Thema ist. Das war eigentlich nicht das, was ich zeigen wollte. Oh, da ist mir die Grafik entschwunden. Jedenfalls sieht man, dass diejenigen, die praktisch vorher diese 600 Dollar bekommen haben, jetzt deutlich weniger konsumieren, weil dieser Stimulus eben ausbleibt. Und in Sachen Vaccine, dazu passt diese Grafik, also in Sachen Impfstoff, sehen wir, dass immer weniger Menschen in den USA bereit sind, jetzt diesen Impfstoff, wenn er nicht wirklich schon sehr etabliert ist am Markt, wirklich zu nehmen. Die Demokraten sind da noch geneigter, die Republikaner weniger geneigt, da ist man ja eh misstrauischer gegen so manches, was mit dem Coronavirus und der Berichterstattung zu tun hat. Jedenfalls sehen wir, dass das also wahrscheinlich dann, selbst wenn es einen Impfstoff gäbe, der dann
formal bestätigt würde durch Regierungen, dass das wohl nicht dazu führt, dass die Leute sich dann komplett impfen lassen würden. Dementsprechend wird auch das Problem so oder so nicht verschwinden, jenseits der Frage, ob es einen Impfstoff geben kann, der wirklich wirksam ist. Also das sind alles jetzt Faktoren, die darauf hindeuten, dass wir die nächsten Wochen, Monate durchaus einige Action haben werden an den Finanzmärkten. Mehr Action wahrscheinlich als heute. Das war es erstmal von einem Tag, naja, den man wahrscheinlich historisch jetzt nicht als den bedeutendsten der letzten Jahre kennzeichnen wird. Ich sage Ihnen erstmal Servus und Ciao.